Hallo zusammen, hier ist wieder Otela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir uns durch Inversionen hier im Schlund erspielen können. Und zwar habe ich das jetzt gerade schon bekommen. Wir haben einmal die Vesperglocke des Glaubens und diese können wir aus einer Kiste rausbekommen. Und diese Kiste habe ich hier noch auf dem Tink rumliegen, die schimpft sich Kriegskassette des Aufgestiegenen, oder nee, der Aufgestiegenen, so rum. Und diese Kriegskassette der Aufgestiegenen bekommen wir alle 2 Wochen, können wir die ja mit einem Char eine bekommen, denn diese gibt es von diesen Invasionen, die einmal im Schlund stattfinden, gerade ist hier die Necrolord-Invasion, die sind immer insgesamt 3,5 Tage, heißt von Mittwoch bis Samstag 21 Uhr, glaube ich, und von Samstag 21 Uhr dann die nächsten 3,5 Tage, bis dementsprechend Mittwoch der Reset ist, ist dann halt die nächste Invasion. Und es sind insgesamt 4 Invasionen, sprich ist es ein 2-Wochen-Zyklus, wo wir dann jede Invasion einmal haben. Wenn ihr das Ding holen wollt, müsst ihr warten, bis die Koreaner-Invasion ist, dann die für Daily spielen und am Schluss gibt es dann noch so einen kleinen Endboss, den man killen kann und dann gibt es eine Kiste, dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, was man für einen equippten Twink hat und dann gibt es eine Kiste und das kann man mit jedem Char holen. Ich habe jetzt insgesamt 10 geöffnet gehabt und habe nach 7 Kisten dementsprechend einmal das Toy drin gehabt, hat insgesamt eine Drop-Chance von 4%, ist relativ okay. Wenn man ein paar Twinks hat, kann man sich das eigentlich ganz gut farmen. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Vesperglocke des Glaubens. Schimpft sich das? Einmal gelernt. Und dann können wir jetzt mal die anderen Vesperglocken auch noch schauen. Oh, warte mal. Macht er mir die Vesperglocken nicht? Ich habe eigentlich alles drin. Okay. Machen wir mal Glocke, irgendwie wollte mir die Vesperglocken nicht anzeigen. So, da haben wir sie. Und zwar sind es jetzt insgesamt 3 Vesperglocken, die wir uns jetzt hier neu in dem Patch 9.1 holen können. Ich packe einmal die Vesperglocke des Glaubens aus. Das ist die kleine hier. Wenn wir da draufklicken, dann macht es so ein Ding. Ich habe mir die anderen beiden jetzt auch schon geholt. Und zwar die Vesperglocke der Klarheit und die Vesperglocke der Harmonie. Auch für die anderen beiden habe ich schon einen Guide-Video aufgenommen. Jetzt können wir mal gucken, ob die Sounds unterschiedlich sind. Okay, ich höre da jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel raus. Schau mal, da stellt noch einer seine Glocken auf. Und warte mal, jetzt machen wir den Sound mal laut. Ja doch, also der Sound ist ein bisschen anders, aber umhauen tut er mich nicht. Cool wäre es, wenn es irgendein Rätsel geben würde, wo man die brauchen würde und irgendeine bestimmte Klangreihenfolge hier einmal abspielen müsste damit. Sind lustige kleine Toys, die halten aber jetzt, wie ich gerade sehe, nicht sonderlich lang. Und ja, das sind eigentlich alle Informationen, die ich euch zu geben kann. Wie gesagt, Invasion abwarten. Und dann halt mit ein paar Char spielen und schauen, ob man dann aus der Kiste das Toy rauszieht. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.